Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Alles klar, Doktor? Natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also... Ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Bis gleich, Doc. Oh nein. Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Geht schon. Zellner, hier oben! Kommen Sie. Ich glaube, das kam von da oben. Sicher, du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich, nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Aber sicher. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Was war das? Ein Schuss. Er kam aus einer der Kabinen. Oh nein. Baronin von Trebitz? Baronin, öffnen Sie die Tür! Gehen Sie bitte aus dem Weg! Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Schnell, Zellner. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los. Wir müssen. Zellner? Zellner! Verdammt! Wen haben wir denn da? Ausgeschlafen?
Auf Kreuzfahrten schlafe ich gern etwas länger. Während wir anderen gearbeitet haben. Haben Sie schon jemanden festgenommen? Sie meinen außer dem Araber? Er kann den Mord schwerlich begangen haben. Sie müssen noch bei ihm gewesen sein, als es passierte. Wir haben den Schuss auf dem Vorderdeck gehört. Ich habe den Gesellen in die Arrestzelle im Frachtraum gesperrt und bin dann gleich wieder hoch, um Inspektor Legrand zu unterstützen. Sie träumten da schon den Schlaf der Gerechten. Und andere Tatverdächtige? Keine Chance. Sekunden nachdem der Alarm losging, wimmelte es an Bord von verängstigten Passagieren. Tja. Ein cleverer Schachzug, um im allgemeinen Trubel unerkannt zu bleiben. Und trotzdem haben wir einen Hauptverdächtigen. Den Raben. Glauben Sie wirklich, dass er zurück ist? Ich glaube, dass niemand so viel über den Raben weiß wie Legrand. Trotzdem erscheint es unglaublich. Ich bin doch gestern Abend nicht wegen des Schlags auf meinen Kopf umgekippt, oder? Sieht nicht so aus. Inspektor Legrand vermutet, dass Sie betäubt wurden. Aber wie der Champagner? Wer hat Ihnen den Champagner gegeben? Kapitän Di Conti. Interessant. Man müsste doch Rückstände vom Betäubungsmittel im Glas finden können. Genau das untersucht Legrand gerade. Wie das ohne Labor? Oh, er hat eins. In seiner Kabine steht alles voll von so modernem Ermittlungskram. Schon beeindruckend, zu was der Inspektor in der Lage ist. Ein fähiger Mann, keine Frage. Und überraschend gut vorbereitet. Und fleißig. Er arbeitet schon die ganze Nacht wie ein Besessener mit seinen Pinseln und Tinkturen und Gläsern und allem. In der Haut des Raben möchte ich nicht stecken. Was ist der vermutete Tathergang? Wie wurde die Baronin ermordet? Der Baronin wurde aus nächster Nähe ins Herz geschossen. Genaueres weiß ich noch nicht. Der Doc untersucht die Leiche unten auf der Krankenstation. Und niemand hat etwas Verdächtiges beobachtet? Niemand hat gesehen, wie eine Rabengestalt die Kabine der Baronin verlassen hat, wenn Sie das meinen. Den Schuss haben einige gehört. Inspektor Legrand will sich die Passagiere heute Morgen noch einmal vornehmen, sobald sie sich alle etwas beruhigt haben und er die Indizien gesichtet hat. Ich gehe davon aus, Sie und Legrand haben den Tatort und die Umgebung untersucht? Natürlich. Und wir konnten schon einen Haupttreffer landen. Die Tatwaffe. Tatsächlich? Wo haben Sie die gefunden? Auf der Gangway. Die Gangway, mit der man das Schiff betritt, kann geschwenkt werden und liegt am Schiffsrumpf an, wenn man sie nicht braucht. Der Mörder wollte die Waffe mit Sicherheit im Meer verschwinden lassen. Er ließ sie unauffällig über Bord gleiten. Und sie landete auf der Gangway. Pech. Aber Legrand und ich waren unmittelbar nach dem Schuss auf dem Nebendeck. Da war niemand. Vielleicht hat der Mörder die Waffe erst später entsorgt. Wir haben sie erst im Morgengrauen entdeckt. Ich denke, ich werde erst einmal Inspektor Legrand aufsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden mich nicht mehr los. Ich bin hier und ich bleibe hier, Constable Oliver. Wie auch immer. Inspektor Legrand hat mich dazu abkommandiert, den Frachtraum mit unserem besonderen Gast zu bewachen. Ist mir ganz recht. Ein Inspektor Legrand kann vielleicht tagelang ohne Schlaf auskommen, aber ich kann das nicht. Es ist nicht leicht, mit großen Tieren mitzuhalten, Wachtmeister Zellner. Nein, vermutlich nicht. Die Kabine wurde versiegelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Siegel hier mitten auf dem Meer keinerlei rechtliche Relevanz besitzt. Aber ich bin nach wie vor darauf angewiesen, dass Legrand mich in seinem Team mitspielen lässt. Ich sollte es mir mit ihm nicht verscherzen, indem ich ungefragt sein Siegel breche. Ich sollte erst Inspektor Legrand um Erlaubnis fragen. Meine Ermittlungen würden erheblich erschwert werden, wenn er sich wegen solcher Geschichten gegen mich stellt. Ein auf Antik getrimmter Holzglobus. Hätte Galilei sich damals nicht durchgesetzt, stünde hier jetzt eine Scheibe. Auf dem Globus kann man schön erkennen, dass 4/5 der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind. Schaue ich aus dem Fenster, würde ich sogar das noch für eine Untertreibung halten.
Herrlich, Sonnenschein und blauer Himmel über dem Mittelmeer. Ohne den Mord wäre es der perfekte Kreuzfahrttag. Das Schiff muss vor einigen Jahren umgebaut worden sein. Früher gab es hier bestimmt kein so modernes Glasdach. Allison damals schon geahnt hat, wie inflationär die Menschheit mit seiner Erfindung umgehen wird? Flauschige große Handtücher. Ich könnte damit eine der Liegen reservieren. Nein, vielleicht doch nicht. Die Dinger haben gestern Abend einen Höllenlärm gemacht. Man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Gerne würde ich mich jetzt in die Sonne legen und ein Nickerchen machen. Aber dafür fehlen mir im Moment die Zeit und die Muße. Nein, Jakob. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Seltsam, fast überall auf dem Schiff kann man eine Waffe problemlos unbemerkt ins Meer gleiten lassen. Und der Mörder sucht sich ausgerechnet die paar Meter aus, in denen das nicht geht? Die Gangway ist kaum zu übersehen. Warum hat der Mörder seine Waffe auf die Gangway fallen lassen? Er muss seinen Fehler doch bemerkt haben, selbst wenn er mit dem Rücken zum Meer stand. Warum hat er die Waffe dann nicht aufgenommen und einen Meter weiter ins Meer geworfen? Ich nehme an, dass darin die Schwimmwesten verstaut sind. Nah an der Reling, griffbereit für den Notfall. Ich hoffe, dass ich nicht in eine Situation kommen werde, in der ich eine Schwimmweste brauche.
Hier befanden wir uns gestern, als wir den Schuss gehört haben. Und hier hat Le Grand auch unseren blinden Passagier gestellt. Das Deck hier oben ist kein Panoramadeck für die Besucher. Hier oben gibt es Rohre, Stahlseile, Ketten. Man kann den Qualm aus dem Schornstein riechen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Schiff funktioniert. Und es interessiert mich auch nicht weiter, solange es schwimmt. Das Gitter dürfte Teil der Belüftungsanlage des Schiffes sein. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Offensichtlich sollte dieses Gitter nicht so einfach zu öffnen sein. Hat der blinde Passagier es geöffnet? Und wir haben ihn dabei erwischt? Nee, das Rohr ist zu eng. Er würde da nicht reinpassen. Vermutlich ist die Abdeckung schon länger defekt. Ich könnte den Kapitän informieren, dass das Gitter instand gesetzt werden muss. Fange ich aber erst an, Mängel auf dem Schiff zu melden, müsste ich die Morduntersuchung wohl auf Eis legen. So ein Rettungsboot wäre potenziell auch ein gutes Versteck für einen blinden Passagier. Ob die Planen absichtlich so aufwendig verzurrt werden, damit niemand sie aus dem Inneren eines Bootes wieder in Form bringen kann, nachdem er hineingestiegen ist? So sieht man auf den ersten Blick, dass bei diesem Boot alles in Ordnung ist. Warum hängt denn eine Axt hier? Vielleicht werden damit irgendwelche Seile gekappt, wenn bei der Wasserung der Rettungsboote etwas schief geht. Oder damit wird geregelt, wer ins Boot darf und wer nicht. Die Brücke des Schiffs. Zwei Männer sind zu sehen. Der eine steuert das Schiff. Ich habe den Eindruck, die Offiziere kümmern sich um die eigentliche Arbeit an Bord. Der Kapitän scheint sich im Wesentlichen auf die Gäste und auf die Bar zu konzentrieren. Ich lasse die Herren lieber ihre Arbeit machen. Hätte einer von ihnen gestern etwas beobachtet, hätte er sicherlich schon Le Grand oder den Kapitän informiert. In der Ecke hat sich Unrat gesammelt. Einige braune Blätter oder so etwas. Unten, wo die Passagiere sind, ist das Schiff recht sauber. Aber hier oben nimmt es die Crew wohl nicht so genau. Salzige Seeluft in meinen alten Lungen. Wind im schütteren Haar. Wäre ich nicht Polizist, hätte ich auch Seemann werden können. Ich frage mich, ob dieses Spiel eine Weiterentwicklung von Boccia ist. Vielleicht hat der Erfinder gemerkt, dass man mit Kugeln auf einem Schiff schlecht spielen kann und dann nach einer Alternative gesucht.
Unser blinder Passagier hat sicherlich keine sonderlich erholsame Nacht in der Zelle im Frachtraum verbracht. Allerdings ist seine Zelle vermutlich gemütlicher als meine Kabine und geräumiger. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden, auch wenn er zum Zeitpunkt des Schusses schon in Gewahrsam war. Vielleicht ist ihm vorher etwas aufgefallen. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden, auch wenn er zum Zeitpunkt des Schusses schon in Gewahrsam war. Vielleicht ist ihm vorher etwas aufgefallen. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Es sieht zwar nicht so aus, aber Konstabler Oliver ist tatsächlich eine recht effektive Wache. Was ist los? Der Rabe ist gerade vorbeigeflogen. Was? Oder er hätte es zumindest können. Ich habe nicht geschlafen. Verstehe. Alles nur Tarnung. Können Sie schon etwas zu unserem blinden Passagier sagen? Ah, ist irgendwie verdächtig. Ausländer und so. Verstehe. Hat er sich irgendwie verdächtig verhalten? Nö. Hat sich beim Schuss erschreckt, wie ich auch. Hab vorhin nach ihm gesehen. Scheint noch zu pennen. Von Kopf bis Fuß mit einer Wolldecke bedeckt? Haha. Er ist noch da. Hab ihn angestupst. Kann ich einmal runtergehen und ein paar Worte mit unserem Gast wechseln? Nee. Bitte. Nein, Inspektor Legrand will alle Verhöre persönlich führen. Er hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mir ein eigenes Bild mache. Er hat mir befohlen, die Tür zu bewachen, und das tue ich. Wie wäre es mit etwas Eigeninitiative? Wie wäre es, wenn Sie den Mann seinen Job machen lassen? Oder glauben Sie, Sie könnten es besser? Was glauben Sie? Was ist hier gestern Abend passiert? Der Rabe ist in die Kabine der Baronin eingebrochen, wurde von ihr überrascht und hat sie erschossen. Was wollte er in ihre Kabine? Sie war eine reiche Frau. Warum hat er die Tür verriegelt? Warum nicht? Von innen? Ein erstaunliches Kunststück. Ich sag ja nicht, dass ich weiß, wie er es gemacht hat. Ich sage nur, dass er es war. Warum hat er keine Rabenfeder hinterlassen? Sind Sie bescheuert? Dann wären wir ja sofort auf ihn gekommen. Sind wir ja zum Glück aber auch so. Angenommen, der alte Rabe ist tatsächlich wieder da und steckt hinter all dem hier. Wer ist es? Könnte jeder sein. Niemand hat den Raben jemals zu Gesicht bekommen. Er könnte auch jemanden dafür bezahlen, die Drecksarbeit zu machen. Natürlich, es ist bekannt, dass er mit Partnern zusammengearbeitet hat. Ein paar von seinen Komplizen hat man ja sogar gefasst. Aber keiner von denen konnte den Raben identifizieren. Einige behaupteten sogar, sie hätten überhaupt nicht gewusst, dass sie für den Raben gearbeitet haben. Faszinierend. Er könnte jemanden mit Geldproblemen beauftragt haben, zu einer bestimmten Zeit den Alarm auszulösen, ohne dass derjenige wusste, warum er es tun sollte. Der Mann, den Legrand damals erschossen hat, war in der Unterwelt als Panzerknacker bekannt. Er könnte genauso gut ein Handlanger gewesen sein. Oder es war doch der echte Rabe. Für einen großen Dieb gibt es kaum eine bessere Tarnung, als sich für einen kleinen auszugeben. Ich will Sie nicht länger von Ihren Pflichten abhalten. Gute Idee. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Er hält viel zu große Stücke auf Legrand, um illoyal zu werden. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Wenn ich in den Frachtraum...
Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Auch wenn er zum Zeitpunkt des Schusses schon in Gewahrsam war. Wenn ich ihn in Fracht... Er wird mich nicht zu unserem...